Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, geschätzte Kundinnen und Kunden, wir befinden uns in einem bewegten Marktumfeld mit hohen Inflationsraten, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Nach einer mehr als siebenjährigen Negativzinspolitik hat die SNB im Juni den Leitzins erhöht. Die Europäische Zentralbank beendete mit ihrer Leitzinserhöhung von Ende Juli das Negativzinsregime ganz. Durch den Entscheid von Valiant, Negativzinsen per 1. Juli abzuschaffen, haben wir diese Entwicklung früh antizipiert und geben seither unseren Kundinnen und Kunden die Vorteile weiter. Rückblickend war das erste Halbjahr 2022 für Valiant erfolgreich und es freut mich, dass wir planmäßig unterwegs sind. Wir konnten unser Ergebnis erneut verbessern und den Gewinn um 1,3% auf 62 Millionen Franken steigern. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, an der definierten Strategie festzuhalten und diese konsequent umzusetzen. Im Februar haben wir eine sechste strategische Stoßrichtung hinzugefügt. Das Programm zur Steigerung der Rentabilität ist auf Kurs. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, werden im gesamten Unternehmen über alle Bereiche Spar- und Optimierungsmaßnahmen umgesetzt. Erste Kosteneinsparungen wollen wir bis Ende Jahr erreichen. Ab 2024 sollen dann jährlich rund 12 bis 15 Millionen Franken eingespart werden. Auch mit unserer Expansion sind wir auf dem richtigen Weg. Im ersten Halbjahr konnten wir zwei neue Standorte eröffnen. In Werdenswil ist die dritte Geschäftsstelle im Kanton Zürich entstanden und in Buy durften wir den größten Standort in der Romandie einweihen. Dass sich die Expansion als Erfolgsmodell erweist, belegen auch die Zahlen. Seit 2017 sind 48% des Wachstums bei den Ausleihungen auf die neuen Standorte zurückzuführen. Auf das zweite Halbjahr blickend haben wir auch einiges vor. So planen wir weitere drei Geschäftsstellen in Winterthur, Meilen und Uster zu eröffnen. Die neue Valiant-App wird in den operativen Betrieb überführt und zusätzliche Funktionen bieten. Ein ganz spezielles Augenmerk setzen wir weiterhin auf die umfassende Beratung und Betreuung unserer Kundschaft. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir sind auch für das anspruchsvolle Umfeld gut gerüstet und bestens aufgestellt.